Hallo und herzlich willkommen. Eigentlich zur 299. Folge, aber nur eigentlich. Weil Folgendes passiert. Ich habe. Mal ganz kurz gucken hier. Habe ich gerade Frame Drops? Ich habe gerade Frame Drops, nicht gut. Ich habe den Shader wieder drin. Seht ihr ja, eines Erachtens nach. Ich habe OBS auf normalen Einstellungen eine Videokodierung von 2500, 30 FPS und muss sagen, es läuft flüssig. Also die Aufnahme von der 298. Folge war flüssig. Ihr seht hier, das war das Werk der letzten Folge. Ich habe hier eine Wand reingebaut für die anderen Holzsorten, weil die jetzt gleich daneben sind. Macht sich ja praktischer. Und habe hier angefangen, habe zwei Werkbänke genommen, habe hier angefangen, das hier hoch, habe hier ein paar Scheiben weggenommen. Ja, hier unten drunter sind doppelte Truhen. Und habe hier angefangen, den Weg ein bisschen zu begradigen. Dann, ja, das sind Doppeltruhen hier. Hier habe ich ein bisschen Schwarzeichenholz gesammelt. Da wollte ich euch nämlich noch was zeigen. Dann habe ich hier einzelne Tropenholz-Dinger geholt. Die hatten wir oben noch an der Baustelle. Gehen wir mal kurz hin, weil da ist auch noch was neu. So, jetzt muss ich das alles nochmal erzählen, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Ist ein bisschen blöd. Wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, die letzte Folge ist nichts geworden. Ich kann euch auch erzählen, warum. Ich habe ganz normal aufgenommen mit OBS und habe dann am Ende auch ganz normal gestoppt, wollte die nächste Folge anfangen. Hab dann wieder auf die Aufnahmetaste gedrückt und hab so gedacht, naja, guckst du lieber nochmal nach, ob's was geworden ist. Ja, gut, zum Glück habe ich nachgeguckt und wäre diese Folge, die ich jetzt aufnehme, hätte ich nämlich noch mehr gemacht. Was ihr dann nicht seht, wäre ja auch blöd gewesen. OBS, weißer Bildschirm, hat sich irgendwie aufgehangen und unten stand festgehangen, stoppe Aufnahme. So, da konnte ich so viel draufklicken, wie ich möchte, hat's nicht gemacht. Schade, ich musste OBS schließen und bestätigen, dass ich die Aufnahme nicht speichere. Das ist natürlich jetzt schlecht gelaufen. Genau. Das regt mich auf. Das stelle ich aus. Das geht so nicht weiter. Hier Optionen, Steuerung und spring aus. Genau, bin ich nicht gewöhnt. Erleichtert zwar einiges, aber es nervt auch. Weil wenn ich jetzt hier irgendwas arbeite und dann springe ich hier hoch und das ist viel gefährlicher. Ne? Gerade bei großen Bauten wie dort hinten, der Rathausturm, das Rathausdach oder das Dach vom Handelshaus ist ein bisschen ouch, aufwendig. Ich muss was essen, ich tue ja schon wieder zum Dunen mutieren. Genau, der müsste ja auch bald kommen, der Dune. Nochmal hier ins Wendland. Ich habe mir irgendwie so gemerkt, dass der Tomcat kommt. Der Tomcat kommt hier ins Wendland, hier nach Hohenstein. Und der Dune auch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Dort hinten ist ein Wegpunkt von Heiligenmünden. Das tue ich jetzt mal ausblenden. Wegpunkte. Nur sichtbare müsste man hier eigentlich eintragen. Farbe. Ich stehe gerne nach Farbe sortieren. Da. Heiligenmünden. Sonst ist alles aus. Zack. Zack, 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 zerab. Was habe ich denn noch bequatscht? Die 300. Folge steht ja fast an, ne?
Transferfolge ist eine Special-Folge. Logischerweise ist ja eine glatte Zahl. Wir sind ja im Texture Pack der 1.10. Das kann ich auch noch. Das habe ich letzte Folge gar nicht gesagt. Optionen, nicht Grafikeinstellungen. Hier Ressourcenpakete. Wir haben das OZ Pack der 1.10. Version 6 ist das. 1.9 war hier. 1.9 war die 1.4. Jetzt haben wir die 1.6. Habt ihr wahrscheinlich daran gesehen, dass einerseits, da sieht man es, einerseits die, guck mal, jetzt schon wieder Selbstmörder hier, guck mal hier, Suizidbürger auf den Bäumen, wegen dem Dach. Und hier ist andere Glastexturen, von dem normalen Glas. Gefallen mir persönlich besser als die alten. Gefallen mir persönlich besser, jetzt sieht man es nochmal sehr gut. Also wenn es jetzt so weiter ruckelt, das ist wahrscheinlich, weil die Aufnahme mal abgeschmiert ist, tue ich das mal ausstellen. Das ist für mich jetzt angenehmer zu spielen, als das ständige Geruckele. Aber meiner Maus liegt es nicht, da habe ich neue Batterien reingemacht. Obwohl die immer mal aussetzt, aber das liegt nicht an der Energie. Das liegt nicht an der Energie. Genau, jetzt läuft ziemlich flüssig. Schaut ein bisschen anders aus, aber es läuft flüssig. Und oben ist ein Hund. Sehr gut. Es wird Nacht. Ich gehe mal hier kurz hier hoch und guck mal, wo die Bürger hier noch rauslaufen können. Wo kommt denn die hier immer raus? Weil hier hinten habe ich ja dicht gemacht. Da können die nicht mehr hin. So, und da war ja niemand auf dem Dach. Also wo können die ja noch aufs Dach? Nirgends. Wo? Backen die sich dort hoch? Oder von wo kommen die dann hoch? Oder ist es vom Rathaus aus? Ich guck mal, wenn wir geschlafen haben, gucke ich mal darüber. Guten Tag. Noch sind wir ja alleine. Schlafe. Gute Nacht. Und kleine Burger. Die können auch schon die Türen auf und zu machen. Finde ich lustig. Wo ist die Tür? Ne, hier nicht. Hier. Danke fürs Durchlassen. Hier ist ein Tumult. Ist ja illegaler Handel oder wie? Hier ist was los im Rathaus. Gibt's doch nicht. Guck mal auf den einzelnen Etagen. Ah, das kann gut möglich. Nee, das kann nicht gut möglich sein. Hier habe ich weggemacht, die Erde. Da kann niemand hoch. Guck mal eine Etage höher. Aber eine Etage höher ist die Tür. Und da geht's auch ins Nirgendwo. Von daher. Wo kommen die denn da hoch? Eine Etage höher. Also nicht die. Salon. Ne, hier ist ein Fenster drin. Und hier oben ist ja auch nichts. Hier ist noch ein Bürger. Und hier kam er ja nicht raus. Ich mach noch mal einen wunderschönen Blick. Hat man dann auch einen wunderschönen Blick auf die ganze Häuserreihe, die hier mal entsteht. Ja, dort fange ich ja jetzt schon an, dort hinten. Sieht man ja, schaut eigentlich ganz hübsch aus von hier oben, ne? Schaut ganz hübsch aus. Nur, dass ich jetzt den Tower nicht sehe. Ich habe, glaube ich, die Sichtweite etwas runtergestellt wegen den Shader. Genau, ich hatte die vorher auf 16. Müsste jetzt der Tower irgendwann auftauchen. Oder auch nicht. Gut. Die Schocke ist online. Ich hoffe, es wird mir gerade nicht in der Aufnahme angezeigt. Ich glaube aber nicht. Nee, wird mich angezeigt. Alles super. Genau. Die 300 steht an. Die Folge 300. Ist wirklich sehr schön.
In der Folge 300 möchte ich gerne eine Höhlentour machen. Ich habe zwar genug Eisen, ich habe auch genug Gold, ich habe genug Diamanten, ich habe genug Smaragde, weil ich sehr viel gehandelt habe. Dazu noch auch nochmal, Enrico, du hast irgendwie ein Problem mit deinen Dorfbewohnern, weil die sich nicht vermehren. Enrico hat nämlich dazu auch schon ein bisschen. Nee, ist ein Fenster. Die vermehrt, indem er Brote zugeworfen hat, dass er irgendwann mal einen Bauern bekommt, der dann hier Weizen erntet und das dann unter den Dorfbewohnern verteilt. Daran hat er schon gearbeitet. Ist auch schon ganz gut vorangeschritten. Mensch, vorangeschritten. Da macht jemand Liebe. Ich wollte nochmal schnell hier gucken. Ja, hier ist ordentlich Brot. Also, wenn mal jemand, irgendwer hier in Nordwind ist und hat kein Essen, kann sich hier Brot rausnehmen. Die Kartoffeln, die würde ich schon gerne selbst behalten. Genau, gehen wir mal zur Baustelle. Hier geht's nach links und nach rechts. Ah, nach Musik geht's jetzt hier lang. Genau, aber ich gehe jetzt mehr einen Schleichweg. Hier kommt noch ein Zaun hin, beziehungsweise ein Zaun. Geht's nicht lang. Könnt ihr euch abschminken. Hier geht's nicht lang. Hier kommt doch wahrscheinlich schon eine Mauer hin, dass man ja wirklich nicht lang kommt. Das soll so sein, meine lieben Freunde. Ah, erstmal strecken. Strecken. Zack, zack, zack. Jetzt sind wir die Leitung hier gefahren. Über meinen. Mitten meinen hier Rollstuhl eigentlich. Mit meinem Rollsessel. Was sagt man das so? Weiß gar nicht den Begriff dafür. Hier ist Stein. Zack. Zack. Super. Können wir ja mit reintun. Zack. Ja, hier haben wir jetzt noch ein bisschen Material, was ich angeschafft habe. Tropenholz. Stein. Setzlinge, Stein habe ich eben schon viel hier reingeballert. Und die Wand, da wusste ich nicht, wie ich die innen gestalten soll, weil die kann ja auch eine andere Farbe haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das unten so lasse mit der Linie, aber es schaut eigentlich ganz hübsch aus, meines Erachtens nach. Deswegen würde ich es schon gern lassen. In der zweiten Etage habe ich nur eine Fensterreihe, deswegen wird das auch ein bisschen dünner, das Haus. Logischerweise, das wird dann auch wieder etwas größer. Da der Weg dann hier so einen Knick macht, wird wahrscheinlich hier am Hang etwas größeres Haus hinkommen, beziehungsweise auch so eine kleine Manufaktur, eventuell, ja, mit so einer Esse. Gab es ja im Mittelalter auch. Da ist ja die Industrialisierung sehr vorangeschritten nach einer gewissen Zeit. Braucht man auch ein paar Manufakturen hier, ne? Mit ein paar Türmen. Genau. Also, Enrico, nochmal zu dir, wenn du das jetzt hörst. Wenn du deine Dorfbewohner nicht nur ausreichend fütterst, sondern auch regelmäßig mit denen handelst, ich glaube, das machst du ja eh schon, ne? Dann hast du sogar die Chancen noch größer. Oh, da seht ihr ja schon was, was ich vorhabe. Sind die Chancen noch größer, dass hier Dorfbewohner vermehrt werden? So, hier habe ich vor, den Weg anzuschließen. Ist so eine Brücke hier rüber. Weil hier unten durch, das ist mir dann doch ein bisschen zu kompliziert. Kompliziert ist nichts, ist zwar schön, aber ich würde doch gerne hier ein bisschen die Straßenführung doch ändern, weil das ist dann später auch alles mal Innenstadt. Hier gibt es dann nämlich in Heiligenmünden und im Kloster. Darüber habe ich nämlich schon fertig, teilweise fast. Hier fehlt noch ein Querbalken. Hallo Schwein. Genau. Und ich will mal was essen. Ganz wichtig. Ich habe schon wieder kein Bett mitgenommen. Das ist unglaublich. Schon Zombie. Also das ist wahrscheinlich unterirdisch.
Der ist unterirdisch. Genau, das ist ja hier der Friedhof. Und hier kommt ja so schräg eine Brücke rüber, eine Hängebrücke, habe ich mir da so gedacht. Da ist der Tower. Bisher noch das höchste Gebäude. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wir zur 300. Folge machen können. Es stehen zwei Sachen zur Verfügung. Entweder ein Großprojekt anfangen, ein geheimes Großprojekt, was ich aber schon mal angesprochen habe in irgendeiner Folge. Also, wer immer mal so zugeguckt hat, der müsste ja eigentlich so fast wissen, was ich meine. Oder wir gehen auf Kohletour. Könnt ihr euch raussuchen. Die Folge wird so circa 1 bis 2 Stunden lang werden. Nehme ich jetzt mal stark an. Es kann auch sein, dass die Folge etwas länger wird, aber in 3 Teile geschnitten wird. A 30 Minuten. Oder A 40 Minuten. Das kann natürlich auch sein. Ja, hier geht es dann nämlich nach Mosek und hier geht es dann in die Innenstadt. Zentrum, habe ich eigentlich. Ja, genau. Zentrum. Hier habe ich meinen Liebling, die Schilderwald, der kommt da auch noch weg. Weil hier. Huhuhu, bin ich jetzt zu müde. Eieiei. Was ist denn das heute? Ich bin doch gar nicht müde. Ich fühle mich eigentlich nicht müde. Hab gerade was gegessen. Getrunken. Ja, sind wir wieder hier. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Genau, hier ist Ende. Gelände. Muss ich in 200 Metern. Kommt dann ungefähr hin. Alles schon geplant. Ja, hier drüben ist der alte Weg. Aber wenn man dann doch noch hier lang läuft, kann das sein. Sieht auf der Map wahrscheinlich richtig lustig aus. Zwei verschiedene Strecken. Aber erstmal rauszoomen. Ich habe jetzt gerade zweimal reingezoomt und erstmal rauszoomen. Da kommt. Ach, meine Maus. Die hat schon. Falsch rum. Die hat schon einige Macken hinter sich. Aber der Tower sieht von Weitem gar nicht so schlecht aus. Hier. Zoomen. Die Tasten E und C, die liegen zwar überhaupt nicht beieinander, doch die verwechsel ich irgendwie immer wieder. Das ist einfach nur der Hammer. So. Spannende Musik. Hier ist ein Dorfbewohner. Ich muss ja immer mal gucken, wo die zwei Dorfbewohner sind. Wo die sich hier rumtreiben, weil einer hier mal abgehauen ist. Warte mal, hier steht ein Bett. Es wird ja gerade Nacht. Können wir ja gleich mal hier schlafen? Macht das Sinn? Dass wir hier schlafen. Dann gucken wir da gleich mal, ob die Aufnahme auch funktioniert. Sage ich nämlich mal, bis zur nächsten Folge, dann morgen die 299. Und mal sehen, ob es klappt.